So, und wir sind wieder bei der positiven Bilanz angekommen. Das ist doch was Schönes. Da würde ich doch mal glatt zur Feier des Tages speichern wollen. Und, wie gesagt, wir lassen das jetzt ein bisschen vor sich hinlaufen. Einfach um ein bisschen Kapital aufzubauen als Grundlage für die Zukunft. So. Hier kann man natürlich noch sagen, du. So. Ordern. Quasi ein Pseudoplatz. Können wir nochmal drehen und genau gucken. Ah, da fehlt auch noch einer. So. Wir wollen ja die Steinmetze nicht umsonst betreiben. Gut. So, und dann können wir eigentlich dem seinen Wirkungsgrad verbessern, indem wir hier halt sagen, zack, zack, zack. Zack und zack. So. Und dann können wir hier sagen, zack, zack, zack. Und den brauchen wir auch nicht mehr, den nicht und den nicht. Und dann können wir hier sagen, jo, Wald. Bitteschön. So, und damit verbessern wir ein bisschen zumindest den Wirkungsgrad unserer coolen Baumplantage. Zumindest ganz wenig. Theoretisch kann man die da auch wegmachen und hier die Direktverbindung machen, aber da wir eh da oben lang müssen, lasse ich das jetzt einfach erst einmal so. Ja, den hätte ich ein bisschen weiter rüberschieben können. Ah, ne, hätte ich nicht. Ich verstehe. Da war ja was. So. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Habe ich verstanden. Wie war denn das eigentlich mit diesen Werften? Da kann man doch bei seinen Freunden sich selber reparieren lassen. War das nicht so? Ich glaube, so war das. Ich fahre mal hin und probiere es aus. Geht dann halt auf eigene Kosten, aber irgendwie ging das. Kann aber auch sein, dass ich da momentan das Spiel ein bisschen verwechsel, dass es vielleicht in einem anderen Spiel so war. Wir probieren es einfach ganz gemütlich und in aller Ruhe aus. So, schön, schön. So, unser Kapital wächst ein bisschen, wie gesagt. Würde ich auch gerne so lassen. Ich bin gerade am überlegen, ob ich nicht doch schon eine Feuerwache irgendwo hinsetze. Weil ihr wisst ja, wie es ist. Die Leute können einfach nicht. Nee, das wäre mir zu weit weg. Da könnte man eine hinsetzen. Die Wirtschaft wollte ich ja da oben machen. Obwohl, wir können sie auch da hinsetzen. Müssen wir mal gucken, wie weit die Schule reicht. Reicht die auch so weit? Nee, die reicht nicht so weit.
Die Schule muss hier sein, damit sie alles abdeckt. Das heißt, die Feuerwache kann auf jeden Fall dahin. Kann aber auch dahin. Gerade wenn wir überlegen, ob man da hinten wäre, wie gesagt, da kriegen wir ja eh nicht viele unter. Also wir schauen nochmal übrigens nach der Versorgung. Das passt soweit. Das passt soweit. Gut. Dann bin ich gerade am Überlegen, sollen wir jetzt wirklich schon mal anfangen? Ich meine, das Lager ist voll. Kann ich da was Neues bauen? Noch nicht. Wir können mit dem Tabak anfangen. Ich wollte noch ein bisschen... Eigentlich wollte ich noch ein bisschen... Heißt denn das? Eigentlich wollte ich noch ein bisschen Kapital aufbauen, bevor ich den Blödsinn mache, aber das müsste passen. So, das heißt, den Tabak können wir eigentlich schon anfangen. Zack und zack. Und dann würde ich hier die Manufaktur hinpatschen. So, wenn die jeweils zwei haben. Also so langsam und gemütlich habe selbst ich in Anno noch nicht gespielt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber wir lassen uns Zeit. In Zeiten von Corona soll man ja nichts überstürzen, habe ich mir sagen lassen. Und ich mag es ja einfach nachhaltig zu wachsen. So, das sollte reichen. Kannst du dir auf jeden Fall so ein paar von den Dingern holen. Und dann können wir ohne Probleme Tabak drehen. So, dann müsste der Tabak hier ja bald befriedigt sein. So, die Tabakwaren waren aber sofort ausverkauft, die eine Tonne. Sehr schön. So viel mehr ist es nicht. So, wie gesagt, wir werden mal schauen, ob das reicht. Und vor allem, ob wir da Bestand aufbauen können. Das fände ich ja super sympathisch. Gut, jetzt sind wir wieder bei 20 drüber. Was natürlich ein feuchter Witz ist. Also, es hat sich schon ein bisschen nicht gelohnt. Wir machen halt trotzdem mal so ein bisschen, wie heißt denn das jetzt?
Tabak. Gesichert. Speichern. So, und als nächstes würde ja dann Alkohol drankommen. Wobei ich da noch nicht so genau weiß, wo ich den hinplatziere. Weil im Grunde brauche ich ja zwei. Also im Grunde, wie gesagt, wenn ich eine Schnapsbrennerei mache, dann brauche ich ja eigentlich zwei. So, Zuckerrohr. Da könnte ich hier einen hinsetzen. Dann müsste man da drüben einen direkten Pfad machen und dann könnte ich hier einen hinsetzen. Oder hier so. Den würde ich dann fast wirklich so hinsetzen. Hier nicht so. Das würde fast auch gehen. Da verlieren wir halt ein Feld. Können wir auch hier machen. Naja, dann würde ich das fast so machen. Und dann würde ich hier vielleicht eine Schnapsbrennerei hinsetzen. Aber wie gesagt, also da sind wir auch schon wieder bei 50. Und die Schnapsbrennerei 65. Und das sehe ich momentan überhaupt gar nicht. Also da machen wir definitiv miese. Wenn ich jetzt auch noch eine Feuerwache hinbauen muss, dann reicht unser Geld ja jetzt schon nicht. Also die 19, die wir plus machen, ist halt einfach lachhaft. Ganz ehrlich, so ein bisschen zumindest. Gut, nichtsdestotrotz wächst und gedeiht unsere Stadt. So, ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht sage, hey, zack. Und wir könnten hier eigentlich auch noch so einen Aussichtspunkt Örtchen machen. Ah ne, können wir nicht wegen der Kirche, ne? Wegen der Kirche geht es nicht. So. Aber hier drüben können wir noch zwei oder drei machen. So, Bestlagehäuser am Stadtrand. Wir müssen halt immer so ein bisschen Blick auf Futter und Stoffe haben. Wie gesagt, mir geht es halt wirklich darum, meine Steuereinnahmen ein bisschen zu erhöhen. Weil das sonst ja alles nichts wird. Mit unseren großen Plänen. So, aber 9 Tonnen haben wir da noch. Die Nahrung scheint auch noch zu reichen. Da gibt es den ganzen Tag nur Fische. Fischi, Fischi, Fischi. So, ich bin hier gerade am Überlegen übrigens. Würde da... Es würde sogar so gehen. Das fände ich sogar gar nicht so schlecht. Ich bin mal am Überlegen, wie weit... Da hinten... Also so könnten wir machen, da würden wir quasi den oberen Teil der Karte alles erschlagen, aber das wäre vielleicht zu viel des Guten. Weil wir ja auch noch Platz brauchen, um Sachen hinzubauen. Die wird wieder 10 kosten. Dafür, dass wir gerade mal 26 kriegen. So, die Nahrung hält sich noch, die Stoffe halten sich noch, der Tabak wird mehr,
Und das ist alles schön. Schön, 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 schön. Schön, 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 schön. Das war gerade nicht so schön, ich weiß, es tut mir leid. Tom, 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 tom. Also bis da hoch könnte ich sogar noch. Und ich könnte die Webstube, ja, könnte man fast auf die andere Seite tun. Aber nur fast. Wir können neue Straßen bauen. So, da hinten hat sich's nicht gelohnt. Da lohnt sich's nicht. Da nicht. So, machen wir das mal so und machen wir das mal so. Ziehen wir dich nochmal hier rüber. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Und dich hier rüber. Wunderbar. Schön, schön, schön. Okay. Okay, okay, okay. Und zumindest die Steine mal wieder ein bisschen weg. Und wir machen 16 plus, das ist doch schon mal eine gute Idee. Haben wir verkauft? Haben wir verkauft? Dom, du, die, du. So. Jo. Jo, so. Okay. Apropos, ich wollte ja da unten was testen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die Insel hat reiche Eisenerzvorkommen. Okay. Aber ich kann mein Schiff hier nicht reparieren. Dann war das wahrscheinlich einfach wirklich nur im Netzwerk. Das kann sein. Dass ich im Netzwerk meine Schiffe reparieren konnte. So, dann fährst du mal wieder hier hoch, bitte. Und dann würden wir dich auch mal abstellen. Du, du, du. Gut, dann haben wir jetzt immerhin schon mal... Oh Gott, lass mich rechnen. 40? Da, das war aber kompliziert gerade. Hm. 40 Dima Plus machen, auch wenn die effektive Bilanz gerade 23 ist, 24. Du, 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 du. Kann ich noch weiter rauszoomen? Ja. Oh. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich meine, okay, ich bin blind, aber es ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man da so einen schönen Überblick darüber hat,
wie die Lage gerade ist. So, aber ich habe jetzt hier das heimliche Zeichen bekommen. Ich solle doch gefälligst jetzt mal endlich aufhören und mich ein bisschen um die sozialen Kontakte in meinem Haushalt kümmern. Deswegen werde ich an dieser Stelle eine kleine Aufnahmepause machen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit O. Wir sehen uns wieder. Würde mich zumindest sehr freuen. Bis dahin. Ciao.